am spektakulärsten Kunstwerk in Kassel angekommen. John Figdusi hat einfach achtlos draufgetreten. Entschuldigung. Ich weiß. Habe ich es kaputt gemacht? Nein. Ja. Das wäre wert. Da? Da? Ja. Wenn man Fotos machen möchte, gell? Das ist die Gelegenheit. Hast du? Wir zoomen Kunst. Ja. Wird die Steinplatte dazu? Genau. Ja. Jetzt soll da nur die Kunst mit Füßen. Mensch, wo sind denn die 1-Euro-Kräfte, die da schon mal fliegen? Verdammt. Ja. Die sind alle beim Baum. Ja. Ja. Baum also. Wir holen gerade was zu essen. Ist das beste Kunstwerk, das Kassel zu bieten hat. Das ist der Erdkilometer. Einige haben die Geschichten ja schon gehört. Das sehe ich trotzdem noch mal gerne. Das ist tatsächlich von einem Amerikaner 1977 bei der Documenta, das war die sechste, der hat ein Kilometer tiefes Loch in die Erde gebohrt. Angeblich. Aber es wird schon stimmen, wenn er sagt. Hat Langeweile. Hat dann 1977 und hat Messingstäbe immer einen Meter lang da rein. Ein Kilometer tief. Richtig. Wer rechnen kann? Du bist so klug. Dieses Kunstwerk soll mit dem Friedrichsplatz und dem Friedrichianum als Zeitepoche der Aufklärung verbunden werden. Denn bei seiner Platzierung ist Bezug auf klassische Stilordnung genommen worden. Weil es hier um irgendwelche Achsen geht, ich möchte das jetzt nicht alles verlesen müssen. Der Messingstab ist unsichtbar, was unterstreicht, dass seine ideelle Kraft wichtiger ist als die tatsächliche Betrachtung. Gerade der Messingwert. Also, das ist Minimalart im Übrigen. Also dieses Kunstwerk hat die Stadt Kassel, weil die kriegten es ja nicht mehr weg. Das Scheißding war da drin. Also mussten sie es kaufen. Das hat 700, das hat auch Dokumente, die das Kunstwerk in Kassel noch, cool hat 750.000 Euro gekostet. Das D-Mark. 750.000 D-Mark, blende das ein. Stell das da irgendwo. Die Kasseler Bürger fanden das Ding total zum Kotzen, die wollten es nicht, aber es ging ja nicht mehr weg. Aber jetzt kommt die beste Geschichte. Ich meine, 77 hat da noch keiner drüber nachgedacht, aber vor ungefähr 10 oder 12 Jahren wurde genau hier unten drunter eine Tiefgarage gebaut. Und dann waren die Pläne fertig und die haben angefangen, das auszubuddeln. Und plötzlich ist irgendeinem eingefallen, Scheiße, da ist ein Kunstwerk drin. Das heißt, mitten in der Tiefgarage gibt es, das ist dann so aus Stein, so rund, da geht der Erdkilometer durch. Die mussten die kompletten Pläne ändern, damit es nicht beschädigt wird. Das zum Erdkilometer. Ja, wenn die dann anstatt hätten, das Ding einfach rausgerissen. Also ich hatte nicht nur Kosten Vandale kaufen, ne, sondern dann auch noch im Endeffekt, als es gebaut wurde. Also es ist der Hammer, finde ich. Und das ist immer sehr schön, wenn Leute von außerhalb kommen und man stellt die irgendwo hier hin und sagt, such den mal. Weil oft sind ja Steinchen drüber, also man, die Einheimischen wissen es ja. Wenn ihr jetzt nach da kommt, seht ihr zwei Bäume. Nein, der in der Mitte, der ist als allererstes. Der Baum von den, der in der Mitte von den zwei. Von dem Eingang meine ich. Ach so. In der Mitte. Der ist als erstes gepflanzt worden. Das Projekt hieß 7000 Eichen, das ist von Beuys. Beuys ist ja ziemlich bekannt gewesen, das war der damals die ranzige Butter auf die Badewanne gelegt hat. Das war, glaube ich, in Saarbrücken und die Putzfrau hat es weggewischt. Kunstwerk zerstört. Beuys hat sich damals einfach 1902, das Interessante ist an dem Ding, dass das über eine ganze Documenta-Dekade ging, also von einer bis zur nächsten Documenta. Der hat bei der Documenta 7 1982 7000 von diesen Steinen hier auf dem Friedrichsplatz gekippt. Die lagen dann hier. Und da haben die Leute natürlich auch darüber aufgeregt, weil es hat ja keiner verstanden, was das soll. Und dann hat er gesagt, wenn die Anwohner in Kassel, die Bewohner oder irgendjemand möchte, dass diese Steine verschwinden, dann müsste man 500 D-Mark bezahlen. Und für 500 D-Mark wurde ein Stein abtransportiert und irgendwo in Kassel mit einer Eiche zusammen. Also die wurde eingepflanzt und der Stein war neben. Das heißt, in Kassel gibt es vorgeblich 7000 Beuys-Eichen. Das stimmt aber nicht richtig. Die letzte Zählung war, ich glaube, vor 7 oder 8 Jahren. Da waren 6500 irgendwas, weil die gehen manchmal einfach auch kaputt. Die werden falsch beschnitten. Manche gehen kaputt, weil Autofahrer gegenfahren. Ne? Dann sind die tot, die Bäume auch, ist auch scheiße. Und der Beuys ist während der ganzen Geschichte auch noch blöderweise gestorben. Das heißt, er hat das Ende gar nicht mehr mitgekriegt. Und der letzte Baum, also der linke, der ist dann von seiner Witwe gepflanzt worden bei der nächsten Dokumente. Hat nichts gekostet. Genau, der war dann noch mal. Umsonst. Genau. Dafür ein. Das zum Thema Beuys. Auf die Frau Beuys. Genau.
Ich glaube, das sind auch gar nicht mehr alles nur Eichen, ne? Nee, nee. Da gibt's auch andere. Die gleiche Buche. Rüttelkiefer. The boy is all back in town. Genau. Hat aber geholfen zur Stadt. Dann würde ich sagen, wir gehen da über den Hintergrund.